Jo, hi, zurück zu Stellar Blade. Ich wollte mal ein paar Sidequests machen und einer davon müssen wir Cyrus irgendwie den Stick geben, weil wir haben mal seinen Kumpel gefunden. Wo war das hier irgendwo, ne? Hier ist er. Engel, was hast du rausgefunden? Naja. Was ist mit Tommy? Es tut mir leid. Tommy. Das hat er dir hinterlassen. Das ist... Du elender Narr. Was sollte dir denn das ganze Zeug bringen? Wenn du dich eh umbringen lässt. Tja. Aber mal so richtig absahen. Ja, ist klar. So sinnlos, wenn du tot bist. Tommy. Du Narr. Hey, alles okay? Ja. Ja, mir geht's gut. Ich sollte zurückkehren. Und mich um das kümmern, was er hinterlassen hat. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal zu dir sage, aber... Danke. Wisse? Geht doch. Ching, ching. Sehr gut. Okay, so, aber die meisten... Okay, das ist Main Quest, was jetzt noch angezeigt wird, aber ich würde ganz gerne die anderen Sachen nach und nach mal kurz in der... sag schon, in dem Ödland klar machen. Norden der großen Wüste. Also wir machen es einfach mal. Ich weiß jetzt noch nicht so richtig, ob das cool ist oder ob man irgendwas auf dem Weg dahin besser machen könnte. Aber wir machen das jetzt erstmal, damit das Zeug mal weg ist, weil das ist doch noch ganz schön viel. Bevor es dann da hinten... Wir haben auch noch was, nicht nur hier im Ödland, sondern auch in der alten Map. Und natürlich auch hier in der Matrix. Ja, lass mal gucken. Also gehen erstmal hier rein. Ja, genau. Kann man hier schon irgendwo in die... Oder ist das noch für hier? Oder kann man hier schon in die Matrix reinbeamen? Ne, das ist noch für hier, ne? Genau. Okay. Ist auch klar, ist ja auch diese Map hier. So, lass mal kurz gucken, bevor wir hier uns kaputt laufen. Mehr zig Missions. Wir wollen jetzt gerade, welche ist markiert? Ich dachte, wir hier. Wo ist unsere markierte Mission? Hier, dachte ich. Begegnung. Oh, komm. Ich denke, das ist doch diese Map hier, oder nicht? Verborgene Vergangenheit. Die ist das. So, dann haben wir hier noch, oder? Ist das? Ja. Die wird das dann sein, oder was? Verstehe ich nicht. Aufräumarbeiten. Okay, dann laufen wir die einfach ab, oder was? Was ist denn die hier? Verborgene Wahrheit. Verstehe ich nicht so recht. Okay. Dann lass uns doch mal hier uns hier hin beamen. Oder da oben. Dass wir da hinlaufen. Das Ding ist mir auch noch so ein... okay. Also nicht hinlaufen, sondern da beamen wir uns eben hin. So, das hier war ja klar, dass wir da nicht mehr hin wollen, aber da oben rauf würde ich ganz gerne mal, das muss ja irgendwie gehen. So, und hier war doch noch irgendwas offen, ich weiß aber nicht, ob das jetzt gerade die Mission ist, aber das will ich mir trotzdem angucken.
Da konnte man da irgendwas Cooles machen. Dachte ich zumindest mit den Teilen da oben. Und da drüben irgendwie Geschütze oder was sind das? Naja, also da war doch hier in so eine Steuereinheit. War das nicht so? Zu spät, ne? Okay. Wir hoffen, dass sie nicht wiederkommen, da die Nerven sägen, sonst muss man durchlaufen. Fährt das Ding wieder runter? Jetzt nicht, ne? Wo man es gebrauchen könnte, fährt es nicht wieder runter. Aber gab es hier nicht irgendwo eine Leiter an der Seite? Da hinten, ja. Okay, so, wir wollten eigentlich ja die Mission machen. Und wo war die? Irgendwo da hinten. Blocken ist nicht mehr. Okay. An alle, ich benötige Hilfe. Wenn jemand diese Nachricht hört, bitte antworten.
Junge, da runter? Ich glaube nicht, oder? Oh, vielleicht doch. Okay, das hätte ich auch schon mal früher anschauen können, oder? Fett. Nicht schlecht. So, wir wollen natürlich da rein, aber ich will mal kurz gucken. Auf der Karte. Gehen wir mal rein. Junge, was passiert? Hallo, mein Name ist Digger. Wie du siehst, hat Digger, einen Unfall. Ich glaube, du bist ich möchte daher richtig um eingeklemmt. Ich greife die Drohne besser nicht an. Kleinere Drohnen besitzen eigentlich kein Sprachsystem. Das verstehe ich nicht. Wusste ich doch, dass der Kumpel vom Schrottplatz, oder? Ich kann derzeit keine längeren Gespräche führen. Energielevel niedrig. Ich werde hier nicht entkommen können, solange du das Kransystem nicht manuell zurücksetzt. Bediene Ticker, Buzzer und Klanker in dieser Reihenfolge. Sie müssen irgendwo auf dem Schrottplatz sein. Ich möchte höflichst um deine Hilfe bitten. Ticker, Buzzer und Planker, oder was hat er gesagt? Na gut. Na komm. Da kämen wir doch einfach so rauf. Das ist doch eigentlich kein Ding. Na gut. Nee, von hier nicht, okay. Okay. Aber dann kann man auch so ran, oder? Da brauchen wir keinen. Okay, wir müssen es auch da ran schieben.
So, gibt's hier irgendwas zu machen? Nee, ne? Also das Ding. So, das sollen wir offensichtlich irgendwo hier reinschieben, oder? Jetzt mal gedacht. Das Ding haben wir noch. Okay, wer ist das da, der da kommt? Wer bist du denn? Okay, I don't know. Okay. Was schalten wir damit frei? Also was ja auch, was man auch eben sehen konnte, dadurch, dass das Ding hier irgendwo steht, kann dieser Typ ja nicht durchlaufen, ne? Jimmy. Ist vielleicht nicht gut. Digi, mach mal Platz. Na komm. Wenn ich eine Leiter wäre, finde ich das cool. Das muss reichen. Komm, dann ein Stück zurück. Ernsthaft? Okay. Sieht das nicht auch etwas komisch vor? Das geht nicht. Falsche Reihenfolge vielleicht. Ja. Der drüben funktioniert ja, ne? War das noch gleich? Ticker, Blanker. Wasser und Klanker? Richtig. Also das da hinten ging ja.
Also da sage ich mal, müssen wir nirgends was machen. Das Ding haben wir an. So, wofür wollen wir das Ding hier benutzen? Das funktioniert. So, das Ding. Müssen wir es nochmal anmachen? So, jetzt die Frage, was ist das zweite? Ist das irgendwo da unten noch oder was? Also das als letztes, aber was ist jetzt das nächste? Das habe ich noch nicht gerafft. Welches Gerät haben wir noch? Also voll gemüllt. Also da oben irgendwie rauf oder was? Geht das? Nö. Kann man vielleicht noch was machen hier? Und ich habe das nicht gerafft. Ist keine Leiter. Was macht das Ding? Das läuft, dann ist alles gut, oder? Oh, shit. Kommt dir das nicht auch etwas komisch vor? Falsche Reihenfolge vielleicht. Wie war das noch gleich? Ticker, Buzzer und Klanker? Richtig. Das ist der Ticker hier, oder? Ticker. Ticker, Buzzer und Planker, so. Wobei, das hier ist der Planker, ne? Das macht so Dong. Okay, nee, das heißt, wir müssen das andere Ding. Das ist so ein Stampfer quasi, ne?
Oh, magnetisch. Shit. Okay, klappt. Mhm. Das braucht noch ein bisschen Energie, oder? Ein Wunder, dass das alte Teil überhaupt noch funktioniert. Gut. Da stimme ich dir zu. Gut. Wollen wir mal nach der Drohne sehen? Vielen Dank für die Hilfe. Hallo, Adam. Es ist lange her. Darf ich dich bitten, mich dieser Dame vorzustellen? Sie ist... Wie heißt das noch? Ah ja, ein Engel. Engel, der inoffizielle Name für Mitglieder des Eve-Landetrupps. Ich bin Eve. Was ist dir passiert? Drohnen wie du funktionieren eigentlich anders. Hallo, Eve. Ich bin Digger. Ich habe unendlich viele Bedenken bezüglich meiner Existenz und ich schmiede fabulöse Pläne. Ich hab doch gesagt, dir wird das gefallen. Verstehst du, was ich meine? Adam, bitte nicht unterbrechen. Eve, eines Tages würde ich zu gern meine fabulöse These mit dir diskutieren, und zwar in aller Ausführlichkeit. Vielen Dank nochmal. Ich hoffe, wir können zukünftig eine konstruktive Freundschaft aufbauen. Ich könnte nützliche Ressourcen beisteuern. Mhm. Ah, okay. Cool, nice Sidequest. Das war lustig. So, was kannst du denn wirklich? Kann man dir auch sprechen? No. Okay. Ich weiß nicht, ist noch was in der Nähe, dass wir vielleicht nochmal eben kurz gucken, kartentechnisch. Achso, er kann Ressourcen beitragen. Dann lass mal gucken, was er für Ressourcen beitragen kann. Wo steht er denn? Du bist schon eine ganz besondere Drohne, Digger. Digger. Ist das positiv oder negativ ja, gemeint? Ja, ist positiv. Naja, weder noch, würde ich sagen. Ich finde ihn nice. Wie ist es dazu gekommen? Unbekannt. Irgendwann ist das IoT-Netzwerk unerwartet offline gegangen. In diesem Moment wurde der Quantenhirnbegrenzer aufgehoben. Kann so etwas wirklich passieren? Anscheinend. Wie auch immer. Meine Existenz ist die Frage aller Fragen. Ich beschäftige mich meist mit der Frage nach meinem Ich, während ich die Umwelt sauber halte. Was hast du denn am Start, mein Freund? Zuneigung, ja, ist schon klar. Okay. Mann. Bis dann, Eve. Ich finde diese Menüführung einfach scheiße. Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. So, lass mal gucken. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel Kohle wir haben. Einfach mal eine Brille gekauft. Eve, ich habe eine Frage. Ja, worum geht's? Erinnerst du dich daran, wie dein Ich-Bewusstsein geformt wurde? Nö. Daten senden, empfangen, abspeichern, verarbeiten. Nach abertausenden Sekunden des Lernprozesses habe ich schließlich gelernt, dass ich einfach nur ich selbst bin. Ist das so? Bei mir waren es 27.404.091 Sekunden des Lernens. Ziemlich enttäuschend. Laut meinen Recherchen gibt es zwischen anderen Menschen und mir keinen großen Unterschied beim Formen des Ich-Bewusstseins. Nicht einmal bei besonderen Menschen wie dir. Ich habe mit meinen Kameraden noch nie über so etwas geredet. Genau, können wir was einkaufen, bitte? Ich frage mich, was Taki gesagt hätte. Trinksystem Erweiterungsmodul. Kann man kaufen. Boah, okay. Okay. Verschwörung, okay.
Bis dann. Boah. Einmal. Ja, ich bin nicht zufrieden mit der Menüführung, mein Hase. Wenn ich nämlich aus seinem Shop rausgehe. Okay. So, Information, Verschwörung. Okay. Mhm. Digga, was beschäftigt dich? Digga, kann man dich abbrechen? Ich führe ein Gedankenexperiment zu den Bewohnern Zions. Nee, kann man nicht. Das ist schlimm. Ich frage mich, wie sie sich selbst bezeichnen würden. Worüber denken sie nach, jetzt da sie nicht mehr mit dem Netzwerk verbunden sind? Wenn ich ihnen diese Fragen stellen könnte, wären ihre Antworten sicher aufschlussreich. Mhm. Nun, ich glaube, sie versuchen einfach, immer weiterzumachen. Wie alle anderen auch. Wenn es dich so sehr interessiert, könntest du sie doch einfach danach fragen, oder? So simpel ist das nicht. Es gibt viele Variablen zu bedenken. Trotzdem weiß ich deine Ermutigung zu schätzen. Wichtige Gegenstände. Anstieg der Zufriedenheit wurde festgestellt. Beschädigte Waffenkern haben wir natürlich nicht. Davon können wir schon ein paar kaufen, ne? Materialien personalisiert, verschiedenes, okay. Wollen wir mal ein paar kaufen. Unsere Beziehung ist noch konstruktiver geworden. Hoffentlich geht das so weiter. Okay, mehr können wir nicht kaufen, außer hier Zeug. Okay, nice. Soweit die fabulöse Hypothese zu testen. Die was? Die Fabu... Oh, die hast du schon mal erwähnt. Gibt's dieses Wort überhaupt? Das ist irrelevant. Wichtig ist, dass meine fabulöse These die Lösung all meiner Probleme sein könnte. Dieses Gerät habe ich selbst entwickelt. Ich nenne es Verbindungsgerät. Es kann Netzwerksignale in den Orbit übertragen, wodurch ich direkt mit Mother Sphere kommunizieren kann. Digga, ist das wirklich dein Ernst? Digga. Wenn du vom Sicherheitssystem angegriffen werden solltest, könnte dein Quantenhirn durchbrennen. Das weiß ich. Mein Ziel ist es, das Netzwerk wieder online zu schalten, wenn auch nur für einen kurzen Moment. Entweder werde ich als Bug betrachtet und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, oder ich erhalte von Mother Sphere meine Antwort und kann glücklich weiterleben. Die Vorbereitungen sind fast erledigt, aber ich brauche erst den Netzwerkzugriffscode, um den Zugangsknoten nutzen zu können. Der Solarturm im Ödland, Zions Schrottmarkt und die Oase der großen Wüste. An diesen Orten habe ich zuletzt Datenspuren des Codes registriert. Ich wüsste deine Hilfe sehr zu schätzen. Das wird kein gutes Ende nehmen. Okay, kommunizieren und vernetzen. Okay, aber das ist cool. Machen wir aber dann natürlich erst das nächste Mal, ne? Also, bis dann. Ciao.